2021 hat im Gegensatz zu 2020 eine ganze Menge an neuen Releases in sich und das eben nicht nur auf dem Film- und Serienmarkt, die wir hier sonst primär besprechen, sondern auch im Feld des Gaming. Sehr spannend wird es da, hier und da nun die ersten wirklich vollen Next-Gen-Titel zu sehen, welche Raytracing und die superschnelle Systemarchitektur der Series X und aber auch der PS5 ausnutzen und dadurch auch so manchen Gaming-Rechner schon richtig fordern werden. Aber auch rein inhaltlich stehen ein paar absolute Perlen an und heute möchte ich euch mal meine Top-Games 2021 vorstellen, auf die ich mich am meisten freue, einen kleinen Einblick in diese geben und meine ganz klaren Empfehlungen, was ich mir definitiv holen werde, zusammen mit ein paar Honorable Mentions auflisten, die auch noch rauskommen. Mein Name ist Luke, das ist eine neue Top-Liste auf Nerd Factory und bevor wir anfangen, direkt auf mal einen kleinen Hinweis. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann macht das doch am besten jetzt und verpasst dann kein Video mehr und vor allem sorgt dann dafür, dass die Zahl da unten neben meinem Kanalnamen ein bisschen schneller wächst, weil ich fände das halt geil, wenn da 200.000 steht oder mehr, 500.000. Hey, los, auf geht's, Abo rein und dann ist alles gut. Sind nur Zahlen, aber die sind mir wichtig. Es geht direkt nerdig los mit Lord of the Rings Gollum, welches am Ende diesen Jahres auf PS5, Xbox Series X und S, aber auch PS4, Xbox One, Switch und PC erscheinen soll. Wirklich viel ist hier da aber tatsächlich noch gar nicht so bekannt. Dabei wurde das Spiel, welches von Dedalic entwickelt wird, die auch für Edna bricht aus und Deponia zum Beispiel verantwortlich sind, bereits im Frühjahr 2019 offiziell angekündigt. Wir wissen aber insoweit, dass es sich im Speziellen um den titelgebenden Gollum bzw. Smeagol drehen wird. Die Geschichte übernimmt in der Tat nicht einer der Tolkiens oder ein damit verknüpftes Unternehmen primär, sondern Dedalic selbst. Das ist, was Herr der Ringe-Stories in Spielen angeht, tatsächlich eine komplette Neuheit. Denn die letzten Jahre sahen wir eigentlich immer mindestens Warner als Haupteigentümer dieser Rechte als Firma in den Stories herumwurschteln, was gerade in quasi Middle-Earth-Spielen ein bisschen, naja, zu Konflikten mit dem Quellmaterial führte. Doch Warner ist hier jetzt komplett raus und das Hamburger Entwicklerstudio Dedalic übernimmt vollständig das Ruder. Die Lizenz und Abnahme der Story findet aber dennoch in Absprache mit Middle-Earth Enterprises, welche maßgeblich eben vor allem am Vertrieb der Romane beteiligt sind, statt. Das bedeutet auch, dass ihr hier und da aber ganz andere Looks der Figuren begegnen werdet, allen voran Gollum selbst, wo es sichtbar angelehnt an die Aesthetics der Filme ist, an vielen Stellen, sehen wir vor allem aber auch viel Treue zu den Beschreibungen und Darstellungen der Welt von Tolkien, die eben in den Romanen beschrieben und teils auch illustriert wurde. Geplant ist der Release auf 2021 und es soll sich um ein Adventure handeln, bei dem mehr geschlichen und weniger gekämpft wird. Ihr werdet also, wie ihr vermutlich auch schon geahnt habt, hier jetzt nicht im Gegensatz zu den Middle-Earth-Teilen Uruks enthaupten, sondern wenn dann eher überhaupt heimtückisch aus dem Weg schaffen. Wenn überhaupt, wie gesagt. Beginnen soll die Story am Barad-Dur, wo Gollum festgehalten und gefoltert wird und dann weiter in anderen Teilen Mittelerdes spielen. Unter anderem werden Nazgul und auch der gute alte Thranduil wieder vorkommen. Dedalic erzählt hier eine neue Story, die zwischen Gollums Gefangennahme und seinem Auftauchen im Herr-der-Ringe-Roman spielen würde. Diese Geschichte gibt es nirgendwo bisher. Dabei muss er immer wieder auch zwischen Gollum und Smeagol Entscheidungen entscheiden, welche eben das Gameplay beeinflussen sollen. Quasi die guten und die bösen Entscheidungen. Das Spiel sieht, gerade weil es eben einen eigenen Weg geht und nicht irgendwie versucht, die Filme zu imitieren, sehr spannend aus. Und ihr könnt auch darauf wetten, dass ich es auf Twitch dann streamen werde, sobald es rauskommt. Denn der Artstyle ist etwas Besonderes. Sie versuchen nicht hyperrealistisch zu sein, sondern eher künstlerisch. Was haltet ihr denn von Herr der Ringe Gollum und wäre es euch lieber ein filmzentrisches Spiel mit den etablierten Optiken und Grafik Koloss zu bekommen? Oder findet ihr eben diese künstlerische Ansatzversion ein bisschen besser? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Diese Videos hier den ganzen Tag durchzufeuern, kostet mich tatsächlich oft sehr viel Energie, mental und körperlich. Das sorgt meist dafür, dass ich, wenn ich dann abends doch nochmal irgendwas spielen will, ein bisschen zocken will, einfach nicht die Konzentration und Energie dafür finden konnte. Um das zu bekämpfen, habe ich jetzt jahrelang mit einem Energy Drink nach dem anderen das versucht zu bekämpfen. Was aber nach einem kurzen Zuckerhoch meist darin endete, dass ich dann noch müder und fertiger war. Doch kürzlich kam dann eine Firma mit einer wirklich genialen Alternative auf mich zu.
Just Legends. Das ist eine Gaming-Nutrition-Marke, die sich als Ziel gesetzt hat, Gamern und E-Sportlern in ihrem Alltag eine ganzheitliche und innovative Möglichkeit zu bieten, Konzentration und Energielevel aufrechtzuerhalten. Dahinter steht ein eingespieltes Team aus Food-Experten und Gamern, deren Mission es ist, alle Gamer zu ihrer besten Version ihrer selbst zu machen und das egal, was man zockt. Shooter, Strategie, RPG, vollkommen. Das erste Produkt in ihrer Reihe haben sie mir direkt mal zukommen lassen und das ist ein Performance-Booster in drei legendären Geschmäcker. Hier drin sind von den eben Nutritionists abgestimmte Vitaminkomplexe, die aktiv eure generelle Unterversorgung bekämpfen sollen und eine Kombination aus L-Theaninen, Koffein und Guarana-Extrakt. Es schmeckt trotzdem süß, aber in jeder Portion sind nur 0,1 Gramm Zucker drin. Andere Konkurrenzbooster haben teilweise 50% ihrer Pulvermenge, die nur aus Zucker bestehen. Und auch die Koffeinmenge hier drin ist geringer. Hier erledigen die Nährstoffe und Vitamine zusammen mit eben den anderen Stoffen in Kombination die Wirkung, die ihr eigentlich ja wirklich wollt. Wach sein und Energie haben. Und auch geschmacklich liegen die drei Sorten wirklich gut da. Mein liebstes aktuell ist Eistee Peach, aber auch Watermelon und Blueberry kickt wirklich gut. Und das allerbeste für euch, wenn ihr das jetzt einfach mal auschecken wollt, habe ich unten einen Link und den Code NERD20 für euch bereit, mit dem ihr 20% direkt bei eurer Bestellung sparen könnt. Probiert es doch einfach mal aus. Für mich ist es inzwischen wirklich ein Alltagsgetränk geworden, was ich jeden Tag zu mir nehme, was ich eben den Espressi und Energy Drinks, die ich vorher hatte, deutlich vorziehe. Und auch vom Zuckergehalt ist es definitiv besser für meine Linie. Als nächstes freue ich mich ungemein auf das angekündigte und tatsächlich auch jetzt schon im März erscheinende Remake von Prince of Persia Sands of Time. Ursprünglich sollte dies bereits jetzt Ende Januar erscheinen, aber ihr könnt es euch denken, aktuell ist in allen Branchen Tohuwabohu und deshalb schiebt sich natürlich auch dieses Spiel mal wieder etwas nach hinten. Prince of Persia stellte früher meine absolute Lieblingsspielreihe mitunter dar und ich glaube, diese kulminierte auch tatsächlich mit Sands of Time. Das akrobatische Adventure Plattformer-Sneaky-Boy-Zeitreise-Ansatz-Dings dieses Spiels hat mich wirklich wie kaum ein anderes Spiel gepackt und die Tatsache, dass der ganze Story-Charakter eben so eine Art Seemannsgarn-Nacherzählung ist und jedes Mal, wenn man stirbt, kommt, nee, warte mal, das kann ja gar nicht sein, ich bin ja noch am Leben. Es, weiß ich, war was Besonderes, fand ich sehr gut. Ubisoft entwickelt mit dem Remake jetzt auch eine moderne Nacherzählung des Prinzen auf der Engine, auf der auch unter anderem Assassin's Creed läuft. Anvil. Das ist logisch, da sehr ähnliche Prozesse auch, was die Fortbewegung angeht und so hier genutzt werden. Wichtig ist hierbei aber vor allem, es ist kein Reboot oder Remaster, es ist ein Remake. Also exakt die gleiche Storyline, aber eben mit modernen Komponenten und Optik. Sie versprechen aber so nah, wie sie können, an der originalen Storyline von Prince of Persia Sands of Time zu bleiben, beziehungsweise diese einfach nur 1:1 zu übernehmen. Das Spiel erscheint auf PC, PS4 und Xbox One. Nicht auf den Next-Gen-Konsolen, aber es wird dort über Rückwärtskompatibilität spielbar sein. Also erwartet jetzt bei dem Spiel kein Grafikwunder. Es sieht halt aus wie ein Spiel, was vor ein paar Jahren rausgekommen wäre. Das Leveldesign sowie die Charaktere und Story bleiben identisch zum Original. Einzig die Mechaniken um Kamera, Kampf und Navigation, die wurden komplett neu gebaut, um sie eben auf etwas modernere Spielprinzipien anzupassen. Und auch die Stimmen sind die gleichen wie im Original, zumindest in der englischen Fassung. Also werdet ihr in der englischen Originalsprache auch hier wieder die Stimme von Yuri Lowenthal als den Prinzen hören, den er auch im Original gesprochen hat. Und wenn das euch irgendwie bekannt vorkommt aus jüngerer Vergangenheit, ja, das ist Peter Parkers Stimme aus Marvel's Spider-Man. Was haltet ihr denn von solchen Remakes? Ist das überhaupt nötig? Sollten Studios vielleicht lieber neue Sachen machen, statt immer wieder alte aufzuwärmen, mal neue Konzepte auch bringen? Schreibt das doch mal in die Kommentare. An der Star Wars Front wurde uns bisher noch gar nichts Neues für dieses Jahr angekündigt, doch wie wir mit Squadrons beispielsweise letztes Jahr gesehen haben, kann das auch sehr schnell noch passieren, kurz vor Release. Dennoch ist bisher der einzige neue Star Wars Titel, der uns erwartet, die Lego Star Wars Skywalker Saga. Und ich bin tatsächlich nicht mal mad deshalb. Lego Star Wars und generell Lego Games waren immer fantastisch. Ich glaube, es gibt kein schlechtes Lego-Spiel. Diese haben die Möglichkeit, humoristisch und spielerisch mit den Limitierungen eben dieser Spielsteinwelt in Zusammenhang mit dem Franchise zu arbeiten. I am a Jedi, like my father before me. So be it, Jedi.
Und genau diese Kombination macht Lego Star Wars Spiele zu eben fantastischen Unterhaltungswerken. Mit der Skywalker Saga kommt jetzt eine neue und eben komplette Collection über alle 9 Hauptfilme als Spiel, also auch 8 und 9, die bisher noch kein eigenes Spiel hatten. Und ihr könnt euch ja sowas von sicher sein, dass ich das auf Twitch mal richtig durchballern werde mit euch. Und auch wenn es auf den allerersten Blick vielleicht nicht so cool für Standard Star Wars Fans sein scheint, Lego Star Wars Spiele sind wirklich nicht so leicht. Es kommt darauf an, natürlich, worauf ihr Wert legt, aber ihr werdet auf jeden Fall Spaß an einer lustigen und unterhaltsamen Erzählung der Filme in der Lego-Version haben, die wirklich wunderbar spaßig und arcadey aufgebaut ist. Das Spiel erscheint auf allen Plattformen, Next und Last Gen. Die Gegner bekommen jetzt aber statt ihrer One-Hit-Vorgänger nun eine Health-Bar. Und es gibt Kombo-Systeme und das Kampfsystem wurde etwas verfeinert und modernisiert. Das Spiel erscheint im Frühjahr und ich kann es ehrlich gesagt wirklich kaum erwarten, weil es echt sehr gut aussieht. Es sieht fantastisch aus. Your sister Leia sent me. We need your help. Welche Star Wars Spiele hättet ihr denn gerne noch so auf dem Release-Plan und was glaubt ihr, kommt eventuell noch dieses Jahr in die Star Wars Richtung als Ankündigung? Far Cry 6 ist der Next-Gen-Titel, auf den sich wohl aktuell die meisten Leute bisher freuen. Nach einigen Jahren fantastischer Stories mit eben kleinen Abbiegungen, ein bisschen eigenartige Modi, die da noch gemacht wurden, dieses Spiels bleibt Far Cry aber eine der stärksten Marken von Ubisoft. Ich selbst bin vor allem Fan davon, dass eben die Reihe es schafft, unfassbar angsteinflößende Gegner in Videospielen zu erschaffen, obwohl diese ganz normale Menschen sind, jedes einzelne Mal. Und auch in Far Cry 6 wird es da keine Ausnahme geben. Dieses Mal sind wir in einem fiktiven Inselstaat, der aber an Kuba angelehnt ist, Yara. Es ist bisher die größte Map in Far Cry und laut Entwicklern ein in der Zeit eingefrorenes tropisches Paradies. Sie wird von El Presidente, der Anton Costillo, regiert, welcher von keinem anderen als Giancarlo Esposito, aka Moff Gideon, dargestellt wird. Ihr spielt hierbei einen Guerillasoldaten, der sich gegen eben diese Regierung von Costillo auflehnt, während dieser aber versucht, mit starker Hand das Land zu kontrollieren und seinen Sohn als seinen Nachfolger einzusetzen. Denn so funktioniert Demokratie. Es ist ebenfalls ein Open-World-Spiel mit entsprechenden Elementen. Ihr kennt Far Cry wahrscheinlich, genauso wird es sein. Es hat sich einfach bewährt. Und auch wenn das Spiel jetzt einfach mechanisch und inhaltlich, nicht inhaltlich, sondern gameplay-technisch, nicht eine große Veränderung sein wird, die Story wird sicherlich unfassbar packend und spannend und brutal sein. Und in Far Cry, seit dem dritten Teil eigentlich, ist das Wichtigste. Ich denke, ich werde mir das Spiel definitiv holen, allein nur für die Story. Wie seid ihr denn da? Geht es euch nur um die Story oder braucht ihr auch mal bei Gameplay neuere Sachen, die eben was Besonderes sind und nicht immer das Gleiche? Und zu guter Letzt habe ich jetzt ein Spiel, worauf ich seit 2018 einfach nicht mehr warten kann und wirklich mit zitternden Händen darauf erpicht bin, dieses Spiel endlich zu bekommen. God of War Ragnarök. Denn, und da bitte ich alle wegzuhören, die den Vorgänger jetzt noch nicht gespielt haben, aber noch wollen, God of War 2018 endet in einem der wohl gemeinsten Cliffhanger, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Selten gibt es Spiele, deren Story schlichtweg nicht beendet ist. Meistens hat die Geschichte, die erzählt wird, selbst wenn ein zweiter Teil noch kommt, einen Bogen, der am Ende in einem Happy End oder etwas derartigem endet. Nicht so mit God of War in der nordischen Mythologie. Denn wo man gerade denkt, man habe jetzt das absolute Finale noch vor sich im Spiel, hört es einfach in einem Schwarzbild auf. Sicher, die Storyline und Aufgabe dieses Games, die man von Anfang an hat und die aufgebaut wurde die ganze Zeit, die wird auch erledigt im Spiel, aber die Charaktere, besonders einer davon, stecken mitten in ihrer Entwicklung zu was Weiterem. Dass man hier die Story einfach wirklich zweigeteilt hat, finde ich per se echt cool. Aber ich brauche diesen zweiten Teil, wirklich, jetzt heule ich einfach. Gerade der Asgard und Jotunheim-Ark in Assassin's Creed Valhalla hat mich jetzt wieder richtig daran erinnert, wie viel Spaß diese nordische Mythologie-Welt überhaupt macht und mich daran denken lassen, dass ich dieses Spiel jetzt bald nochmal spielen möchte. Und ich hoffe einfach, dass es sich nicht zu sehr noch dann irgendwie auf nächstes Jahr verschiebt, denn bisher haben wir nur einen Teaser und einen Titel. Kein Gameplay und nichts weiter. Das Spiel und Spider-Man Miles Morales waren der primäre Grund für mich gewesen, eine PS5 zu kaufen. Und ich kann es auch einfach nicht erwarten, dass ich God of War in den Händen halten kann. Beziehungsweise ich werde es digital kaufen, aber den Controller mit dem Spiel, also dass ich spielen kann. Das Spiel erscheint obviously, wie es aussieht, erstmal nur auf der PS5.
Obwohl es tatsächlich Gerüchte gibt, es könnte noch auf PC kommen. Das war aber beim Vorgänger auch so und das hat sich nie bestätigt. Also, Es setzt die Storyline des ersten Teils aus 2018, also dem mechanischen Soft-Reboot, fort und wird sich mit Kratos' Konfrontation mit den Asen und dem Schicksal seines Sohnes, den wir aus Spoilergründen jetzt mal nur Boy nennen, auseinandersetzen. Und ja, auch dieses Spiel werde ich wieder spielen und vermutlich vorher auf Twitch auch nochmal den ersten Teil inhaltlich als New Game Plus, denn ich habe den Spielstand übertragen auf die PS5 spielen. Doch mit 5 Spielen ist es offensichtlich nicht getan. Diese Top-Liste hier, die könnte unendlich weitergehen, denn es kommen so unfassbar viele Spiele heraus, dass ich gar nicht wirklich wusste, wo ich jetzt hier ansetzen soll. Deswegen habe ich erstmal nur die genommen, bei denen ich weiß, dass ich sie schon kaufen werde und die Kaufentscheidung schon gefallen ist. Andere Spiele sehen auch fantastisch aus und die werde ich euch jetzt noch mal kurz anreißen. Zum Beispiel kommt mit Halo Infinite dann ja irgendwann hoffentlich auch bald mal der neueste Teil der Halo-Reihe heraus. Und da diese Franchise einerseits einfach ein Klassiker ist, allein wegen des Multiplayers, aber auch aus Grund der ausgiebigen Lore dahinter so interessant ist, freue ich mich auch auf diesen Teil. Im ähnlichen Gewand folgt dann dieses Jahr auch die Mass Effect Remastered Reihe, wo nochmal alle bisherigen Teile, also 1 bis 3 in optisch aufgemöbelter Form zurückkommen und jedem, der es nicht geschafft hat, diese zu spielen, nochmal die Chance gibt, diese wirklich, wirklich gute Story aufzuholen, bevor dann die aktuell noch in den ersten Schritten stehende Fortsetzung mit Mass Effect 4 kommt. Auch sowas wie Gotham Knights sieht unfassbar cool aus und könnte auch rein optisch ein sehr großes Highlight für im Comic, aber auch Videospielfans gleichermaßen sein. Und nach mehr als einem Jahrzehnt folgt außerdem dann der zweite Teil der Stalker-Spielreihe. Inzwischen wäre es dann eine Spielreihe, welche bereits seit knapp 10 Jahren angekündigt wurde und tatsächlich bei mir schon in Vergessenheit geraten ist, dass das irgendwann mal kommen sollte. Ich bin hier auch ein bisschen skeptisch, denn die letzten beiden Spiele, die 10 Jahre angekündigt waren und jetzt rauskamen, hatten sehr viele mechanische Probleme. Ja, Cyberpunk und Avengers, ich guck zu euch. Gute Spiele, gute Story, schwierig trotzdem. Außerdem bekommt Hitman seinen dritten Teil und nachdem sie nach Absolution mehr in die Arcade-Richtung gegangen sind, folgt hier jetzt der inhaltliche Nachfolger dessen. Hitman ist ein unfassbar spaßiges Spiel, so brutal die Prämisse auch sein mag, und ich habe wirklich Bock. Ein besonderes und sehr nischiges Spiel, welches eine Expansion bekommt, ist Elite Dangerous mit der Odyssey Expansion, welches jetzt wirklich den Weltraum Space Sim mal eine Außenaktivität geben. Also du kannst aus dem Raumschiff aussteigen, was jetzt nicht so besonders für die meisten Leute klingen mag, aber jeder, der weiß, wie Star Citizen gelaufen ist und dass das eher so sehr lang gezogen hat, weiß, bei Elite Dangerous läuft das alles meistens ein bisschen besser und das sieht so fantastisch aus und auch das werde ich auf Twitch definitiv spielen. Aber wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr und sei das jetzt Monster Hunter für die Switch oder Super Mario und jede Menge andere Gedöns, sicherlich kommt im Frühjahr noch einiges an neuen Ankündigungen. Nintendo will ja zum Beispiel angeblich auch eine neue Konsole rausbringen und damit würde dann Breath of the Wild 2 rauskommen. Sagt mir doch einfach mal, was eure Highlights sind, die bisher quasi angekündigt wurden und die sich herauskommen sollen. Schreibt mir das in die Kommentare und auch die anderen Sachen, die ich euch gefragt habe, gerne rein. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dahin, Rinjahauen.